Ja, Checker-Freunde, kurze Diskussionsrunde, weil es ein Thema ist mit Fahrzeug ankaufen oder verkaufen, wo Leistungssteigerung drin ist, gerade in dem Fall jetzt hier zum Beispiel vom Fiesta ST, den ich verkaufe und ein gefragtes Fahrzeug ist, aber so die Resonanz eher schwierig. Deswegen rufe ich zur, wie sagt man, zum Erfahrungsaustausch auf. So kann man Ideen, sagen, ja. Ja, nein, was, wie, wo oder auf was sollte ich achten, wenn ich so ein Fahrzeug kaufe. Ja. Ist ein wichtiges Thema, wie Mario gerade gesagt hat. In meinen Augen ist hier halt die Frage, was setzt man sich für Kriterien oder was will man? Ja? Ich würde hier ganz klar abgrenzen zwischen dem, was wurde gemacht, was wurde verbaut und wie viele Kilometer habe ich und was ist das für ein Auto? Es kommt natürlich jetzt darauf an, haben wir mir einen Golf R, haben wir jetzt einen Fiesta ST, haben wir einen 335, haben wir einen Porsche, wer weiß, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten oder Fahrzeuge, wo Leute was gemacht haben und es auch so mitverkaufen wollen. Ja? Und hier muss man sich halt die Frage stellen, was will ich, wo will ich hin? Also ich persönlich würde jetzt kein Auto kaufen. Nehmen wir mal einen 335i, das ist das beste Beispiel, das sind momentan sehr gängige Autos, der zum Beispiel 300.000 Kilometer hat, wo Upgrade-Lader drin sind, wo alles gemacht ist. Und da hätte ich einfach Angst, dass man weiß ja, dass es Probleme gibt, auch schon Serie, das schiebt man jetzt auch gar nicht auf irgendwelches Tuning, sondern die Autos machen auch Serie Probleme, sei es Turbolader, sei es Einspritzdüsen etc., Hochdruckpumpe. Deswegen würde ich da ganz klar differenzieren. Aber ich sag mal, wenn jemand auf einem Fahrzeug eine gesunde Software hat... Jetzt hier 50.000 Kilometer, genau, habe ich Risiko? Ich sag nein, weil das Fahrzeug hat bis jetzt einwandfrei funktioniert. Es wurde nichts getauscht bis jetzt. Das Fahrzeug ist 30.000 Kilometer in diesem Fall problemlos gelaufen. Und wenn eine Software funktioniert, dann funktioniert sie. Also sie ändert sich jetzt nicht, sage natürlich, ich mal, nach 5.000 Kilometer. Es kommt natürlich darauf an, wie man das Fahrzeug auch handelt. Fährt es man warm, fährt es man kalt? Ganz, ganz klar. Und da ist natürlich die Frage an euch, wie seht ihr das? Würdet ihr so ein Fahrzeug kaufen? Wenn ja, weshalb und weshalb nicht? Ja, ja, was ist da der Grund, um einfach mal Feedback zu bekommen? Würdet ihr das Fahrzeug hier mit 50.000 Kilometer mit einer Leistungssteigerung kaufen? Interessiert mich oder uns einfach mal, wie man mit dem Thema umgeht. Ja, genau. Wie Mario sagt, kommentiert einfach mal mit dem Kriterium, wann würdet ihr es kaufen, wann nicht. Was schreckt euch ab? Oder was, genau, was hört man überhaupt Negatives, dass man sagt, nein, man macht das nicht? Ja, weil wie schon gesagt, für mich würde das immer von gewissen Faktoren abhängen und in meinem Fall hier sind die Faktoren gegeben, dass ich sagen würde, ich würde es kaufen. Weil welches Risiko gehe ich? Wie schon gesagt, ein Tuner oder ein anderer Tuner, wenn einem das nicht gefällt und ich komme wegen mir von weiters weg und kann nicht dorthin, wo ich das Fahrzeug quasi erworben habe, wo auch der Tuner oder derjenige sitzt, wo das Fahrzeug leistungsgesteigert hat, dann kann er auch zu einem anderen Tuner gehen, der ihm das Fahrzeug in der Serie macht. Oder halt so programmiert, wie er es haben möchte. Es ist natürlich aber auch das Thema, da habe ich mich mit einem Freund unterhalten, der sagt, naja, ein getuntes Fahrzeug, da wurde geheizt, und ja, wie es halt so mit den jungen Leuten, ne? Das ist so das Klischee ein bisschen, verheizt, Rennstrecke, nicht warm, nicht kalt gefahren, etc. Ja, ich bin mit dem Auto auch schnell gefahren. Aber wenn ich jetzt das so höre, weiß nicht, wer das gesagt hat, dann muss ich hier hingehen und sagen, dass jeder Porsche, dass jeder M, dass jeder... Ja, die gehen genauso auf die Rennstrecke. Ja. So, aber es ist halt so eine kleine Rennsemmel, wo man sagt, okay, wir Fiesta ST, ja, jungen Spundauto, in dem Fall nicht so, wie ich mit 40 den Rubel fährt, ja. Ja, möglich. Ja, aber das ist genau das Thema. Und dazu rufen wir einfach auf, gebt uns einfach mal ein Feedback darüber. Ja, würde ich sagen. Wie man das so sieht und ist interessant, oder? Nicht mehr und nicht weniger. Ich bin gespannt, was rauskommt. Ja, haut uns weg. Wir werden es auf Castreet Performance und auf Schwabenchecker YouTube-Kanal stellen. Könnt ihr euch beides kommentieren, bei beiden reingucken und dann schauen wir mal, was da rauskommt. So würde ich sagen. Und wenn jemand kaufen will, kann kaufen. Ja, genau. Das Fahrzeug steht zum Verkauf. Auf welcher Plattform? Ja, also momentan ist er offline. Also 12.500 Euro ist er zu haben. Und wenn ihr einmal gefahren habt, wollt ihr nicht mehr raus. Das gebe ich euch selbstständig. Würde ich sagen, Spaß, los, oder? Das war's. Auf eine rege Unterhaltung. Ciao.